I'd say I'm thrilled to see you again, Grave. Gungrave Gore. Ein stylischer Third-Person-Action-Shooter aus Südkorea. Ein Spiel, ein Genre, mit dem ich bis jetzt wenig bis keine Berührungspunkte hatte. Ich habe weder das originale Gungrave aus dem Jahre 2002 gespielt, noch den Nachfolger Gungrave Overdose aus 2004. Und auch ähnliche Titel wie Bayonetta, Devil May Cry oder das interessanterweise am selben Tag wie Gungrave Gore erschienene Evil West haben mich groß gereizt. Also der perfekte Zeitpunkt, um ein wenig über den Tellerrand zu blicken und einen Ausflug zu wagen. Denn so freuen sich Gamer, die damit aufgewachsen sind, garantiert über den neuen Ableger. Allerdings mache ich das ein wenig anders als sonst, deswegen gibt es jetzt auch kein Review oder Ersteindruck, sondern meine ganz persönliche Meinung zum Spiel und dem Genre, als jemand, der so einen Titel zum allerersten Mal spielt. Zudem habe ich noch viele Kommentare von meinen wertgeschätzten Kollegen im Gepäck, denn während ich gespielt habe, hat gefühlt die ganze Redaktion sehr interessiert zugesehen. Also, los geht's! Für alle, die die vorherigen Teile gespielt haben oder sich für die Geschichte interessieren, hier einmal kurz der Aufhänger. In naher Zukunft verbreitet sich eine gefährliche Droge auf der gesamten Welt. Diese wird von einem Drogenkartell vertickt, geführt von 4 Oberbossen. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr wollt der Bande das Handwerk legen und die Droge ausrotten. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Grave, ein ehemaliger Mafia-Killer, welcher getötet wurde, wieder auferstanden ist als Ein-Mann-Revolverheld-Armee und nun alles kurz und kleinballert, was ihm im Weg steht. Dabei hat er seinen Sarg stets dabei, welcher sich in alle möglichen überdimensionierten Waffen verwandeln kann. Der Protagonist wird dabei übrigens als ein knallharter Antiheld deiner Träume beschrieben und naja, Kollege Zeno hat so schön gesagt, der sieht aus wie mein Deutschlehrer und ich für meinen Teil träume jetzt nicht so von meinen ehemaligen Lehrern, aber egal. Der erste Kommentar, den ich von vielen Kollegen gehört habe, war: Das Spiel ist schon sehr edgy. Und ja, da muss ich ihnen recht geben. Der Charakter, seine überdimensionierten Waffen und auch sein erster Auftritt, das ist schon alles sehr cool. Der Typ ist mal so eine richtige Kante, schert sich nicht um seine Mitmenschen und kennt nur einen Weg, mit Pistolen voraus, ganz egal, was im Weg steht. Naja, so wird es zumindest versucht, einen zu verkaufen. Ich persönlich kaufe ihm das nicht so ganz ab. Kommen wir zum Gameplay und wie ihr es schon rausgehört habt, hier wird mal so richtig fett geballert. Alle Probleme löst ihr fortan mit euren Revolvern oder eurem Sarg, welcher als überdimensionierte Riesenknarre am Rücken hängt. Zitat Felix: Ey, das sieht nach Spaß aus. Und ja, in der Tat, das macht eine Zeit lang echt Spaß. Große Explosionen, coole Moves und Finisher, die Gegner zerplatzen einfach nur so vor einem, das ist schon eine Sinfonie von einem bluttriefenden Kugelballett. Doch als ich erstmal die ganzen Moves gelernt hatte, stellte sich bei mir schnell ein wenig Ernüchterung ein. Das war nach so gut 1-2 Stunden. Und ja, auch das Waffenfeedback lässt zu wünschen über. Lediglich der aufgeladene Schuss hatte irgendein Gefühl von Impact. Die fehlende Abwechslung also, die man unter anderem auch Evil West so ein bisschen vorwirft. Klar, bei Gungrave kann man zwischen einzelnen Leveln ein paar neue Superfähigkeiten freischalten, das war's dann aber auch schon. Die Gegner bleiben größtenteils gleich, die Level sind sowieso nur schlauchartige Durchlaufpassagen, Stichwort Zug, dazu aber später mehr. Und dann war die ganze Steuerung auch noch so ein bisschen meh. Das Blocken hat ein ganz weirdes Timing, ihr seid allgemein sehr langsam unterwegs und alles scheint so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zitat von Neukollege Dennis: Das könnte von der PS2 sein. Als bestes Beispiel hier der Trigger des Gamepads. Wollt ihr euch bewegen und zeitgleich schießen, also was ganz hochkomplexes, dann müsst ihr den Trigger immer erneut drücken. Also nicht gedrückt halten, sondern wirklich immer erneut drücken. Und da ihr beim Ausweichen so behäbig seid, war Bewegen stets die bessere Wahl für mich. Bloß nicht für meinen Zeigefinger, denn der ging brrrr. Da stellt sich mir persönlich die Frage, für wen ist das Spiel geeignet? Ich hatte nach gut 3 Stunden das Gefühl, im Spiel alles gesehen zu haben. Die wenig Abwechslung, die das Spiel bietet, motiviert zumindest mich nicht zum Weiterspielen. Das Gameplay ist zudem nach meinem Empfinden auch nicht auf der Höhe der Zeit. Das machen andere Action-Titel wie Sekiro Shadows Die Twice deutlich besser. Aber dann habe ich mich wieder an Felix erinnert, der hellauf begeistert war, als er den Titel gesehen hat und einfach nur Spaß im Kopf hatte. Und vielleicht ist es genau das. Ein Spiel, welches die 2000er-Vibes aufleben lassen möchte und die Zocker von damals ansprechen möchte, die mit solchen Action-Titeln aufgewachsen sind und schon damals ihren Spaß mit den Ballerorgien hatten. Denn bei denen kickt natürlich die Nostalgie und das kann dann schon sehr cool sein. Und da es kostenlos im Xbox Game Pass ist, spricht sowieso nichts dagegen, den Titel einfach mal auszuprobieren.
So, eigentlich bin ich jetzt schon am Ende. Aber ich habe euch versprochen, noch über den Zug zu quatschen. Wer schon dachte, die letzte Zugmission in Hitman 3 war nicht so dolle designt, der bekommt hier ein komplett neues Niveau. Klar, die Level sind von Haus aus sehr schlauchartig, aber in Form eines Zuges, ich meine, schlauchartiger geht schon fast nicht mehr. An einem Punkt im Level müsst ihr dann hoch aufs Dach des Zuges euch vorkämpfen und bevor der Tunnel kommt, wieder runter, sonst seid ihr einen Kopf kürzer. Und genau das ist einer der frustrierendsten Stellen, die ich seit langem gespielt habe. Abgesehen von den ganzen Schildern, die rechts, links und unten kommen zum Ausweichen und Rüberspringen aller Subway Surfers, ist einfach alles darauf nur bedacht, euch vom Zug zu stoßen. An Kämpfen ist kaum zu denken, für Ausweichrollen ist kaum Platz, Raketen, die euch bei einer Explosion wegschleudern, Gegner mit Schrotflinten, an denen ihr nicht vorbeilaufen könnt, die euch ebenfalls wegstoßen und ganz am Ende noch super viele Minen, an denen ihr auch nicht vorbeikommt. Die springen sogar noch so lustig nach oben, um euch ja zu erwischen. Und wenn ihr es einmal bis zum Ende des Zugdaches geschafft habt und denkt, ey, jetzt hab ich's mal geschafft, schnell runter, bevor der Tunnel kommt, aber das Spiel sagt, nö, du warst doch auf dem Dach, hängst irgendwie auf so einer unsichtbaren Kante, Game Over. Genau hier hatte ich genug vom Spiel.